Hey, ihr Schlechter von Pripyat, willkommen zurück zu Tschernobylit. Wir sind gerade in Pripyat unterwegs, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Und ich sammle Sachen und töte Leute. Offensichtlich tötet man jetzt doch wieder. Das hat das Spiel mir das letztes Mal so vorgaukeln wollen. Guck mal, ich finde es echt doof, dass man jetzt die Sachen nicht mehr so weit sieht mit dem Scannen hier. Das ist doch bescheuert. Das haben die echt geändert irgendwie. Im letzten Patch. Könnte man nicht so lassen hier alles, bitte. Guck mal hier, liegen Sachen rum, du siehst sie halt erst, wenn du davor stehst. Ich kann auch die ganze Zeit das hier machen. Und blöde durchschalten die ganze Zeit, aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass es total doof ist vom Scannen her. Na guck. Wie gesagt, wenn ich jetzt die ganze Zeit durchschalte, sehe ich es halt irgendwann grün. Oh, sehr schön. Also Mechanikteile sind hier nicht zu knapp. Oh, guck mal, was für ein schönes Kissen der hat. Herrlich. So. Wow. War das etwa ein Geist? Das hat sich echt nicht gut angehört. Da seht man dieses Gewitter letztes Mal, aber das habe ich das schon bemerkt. Oder wir haben es bemerkt. Ihr seid ja mit mir hier, ne? Ich bin ja nicht alleine und muss Angst haben. Ah! Alter. Das hört sich nicht gerade wie normales Gewitter an. Das ist es auch absolut nicht. Also komm. Hier liegt so viel Kram rum, oder willst du mir nicht erzählen? Da guck mal, jetzt sieht man es wieder. Es ist irgendwie plemplem. Im Scannen geworden. Die haben das. Ich glaube sogar, das ist jetzt verbuggt. Wenn ihr mich fragt. Also, es ist kein normales Gewitter und die könnt mir nicht erzählen, wenn da so viel Kram rumsteht, dass er da nichts einsacken kann. Hier so ein Mikro. Oder, Mikro sag ich, hier so ein Funkgerät oder sowas. Nimm das doch einfach mal mit, Igor. Ich sag das so komisch, kennt ihr die Band Igor? Total lustig. Sehr coole Musik und sehr abgefahrene Videos. Wow. Hier bin ich richtig. Da passiert auf jeden Fall irgendwas. Ich stelle mal wieder auf Diverses. Alter. Das sind Leichensäcke. Komische PCs? Boah. Hey, der ist noch frisch. Der lebt sogar doch. Ach du. Da brutzelt was an der Decke. Warum haben die irgendwelche Stumpen hier? Warum? Warum? Das ist doch nicht wissenschaftlich. Das ist jetzt. Oh ne, ist wieder Tschernobylit. Lesen, ein Hinweis. So, the Black Stalker used to work at the power plant. And he seems to know me. Interesting. But how does my old mentor Semenov fit into all of this? Aha, Semenov. An Schwarzer Stalker von G. Semenov. Betreff, was zur Hölle ist da drüben passiert? Es sollte eine hochsichere und gut bewachte Anlage sein. Trotzdem konnte eine kleine Gruppe zusammengewürfelter Söldner scheinbar ohne große Probleme eindringen. Wie ist das überhaupt möglich? Als du aufgekreuzt bist, war es schon zu spät. Nicht mal deine besonderen Fähigkeiten und die Tatsache, dass du fast dein ganzes Leben lang dort gearbeitet hast, haben geholfen. Wie wäre es mit einer Erklärung? An G. Semenov von Schwarzer Stalker. Was zur Hölle ist da drüben passiert? Nicht in diesem Ton, Georgi. Du weißt verdammt gut, dass ich mit meiner eigenen Arbeit beschäftigt bin. Es ist nicht mein Vollzeitjob, Koslov und seine idiotischen Fußsoldaten zu babysitten. Du willst wissen, was passiert ist? Gut. Gleich nachdem ich von dem Einbruch in die Anlage erfahren habe, habe ich die drei Eindringlinge gestellt, die anscheinend erfolgreich in die Hauptreaktorkammer Nummer 4 eingedrungen sind. Stell dir vor, wie überrascht ich war, ihn unter ihnen zu sehen. Du weißt, wen ich meine, oder? Ich habe einen seiner Handlanger erledigt, aber er konnte mit einem anderen Freund durch ein Wurmloch fliehen, das er mit irgendeinem selbst gebastelten, von Tschernobylit-Kristallen angetriebenen Gerät geöffnet hat. Bemerkenswert, nicht wahr? Aber keine Sorge, er hat jetzt meine Aufmerksamkeit. Ich kümmere mich persönlich um ihn. Alles steht fest, die Sicherheit hier ist ein Witz und muss sofort verbessert werden. Warte mal, ich schreibe mir das gerade mal auf. Grigori, ne Georgi, nicht Grigori. Georgi. Wie heißt er?
Semenov. Alter Kollege, schreibe ich auf. So. Ja. Kümmere dich darum. Enttäusch mich nicht noch einmal, sagt er, Georgi. Okay, das war anscheinend auch schon das Event, was wir hier vernommen haben. Das ist Tschernobylit. Es ist echt ein sehr fancy Zeug. Und warum ist das da oben? Lagen die ganze Zeit hier die Blitze ein? Alter, das brennt. Grün. Boah, jetzt schlägt sie auch noch ein, oder? Komm, ich hoffe, unser Kumpel, der alte schwarze Stalker, irgendwann noch hier vorbeikommt. Der Czerny Stalker. Stalker. Oder wie spricht man es aus? Czerny Stalker. Stalker. Alter, die ganze Hütte hier. Guck mal, es brennt noch mehr. Das fackelt hier langsam alles ab. Ich sag ja, das... Das ist kein normales Unwetter und es ist auch kein normales... Es ist nicht normal, dass sich die Zeit hier so... Also das Licht sich so verändert. Die Lichtverhältnisse. Guck mal, da ist einer. Das ist ihm total egal. Es sind mehrere. Was passiert da? Guck mal. Was passiert hier bitte? Quantum traces of the portal generator. This is not going to end well for you. Oh, ausgerechnet jetzt, wo ich nachladen. Alter, was zum Geier? Let's see what you're made of. This is not going to end. You're full of surprises, but it's not over yet. Halt die Backen jetzt. War das da der Hinweis? Das fallen lassen. Oh, tatsächlich. This Omega unit seems to be a special unit designed to protect the power plant. What in the hell are the NER hiding there? Warte mal, ich schreib mir das auf. Vladimir Ilyich. So. Aha. Employee ID Badge. Ich wette, das ist der schwarze Stalker, oder? Vladimir Ilyich. Oh oh. Ey, Kumpel, ich schleiche, ja. Seht ihr das Unwetter? Das ist jetzt gut. Ist ja gut. Das war der Monitor, ja, da habe ich den Hinweis schon gefunden. Sag mal, wie krass, er ist der schwarze Stalker und dieses Gewitter hat ihn angekündigt, mehr oder weniger, ja? Soll ich das so verstehen? Wenn wir dann nicht machen, dass wir wegkommen, dann greift er uns irgendwann an. Ja, gut, dass ich genug Munition hatte und dass die das nicht mitgekriegt haben, weil ich einen Schalli hatte. Ah, die exerzieren da, okay, okay. Also nicht exerzieren, was machen die? Ja, doch, exerzieren. Exercise. Die trainieren einfach. Ihr Lappen. Ist hier noch was? Ich werde jetzt nicht alles abballern übrigens, ne? Also, nicht, dass er denkt hier, ich schieße die jetzt einfach über den Haufen. Geh mal da oben lang. Ich kann da bestimmt rumschleichen, ne? Ah, bei dem einen ist ein bisschen knapp, aber wie gesagt, ich bin gut im Schleichen. Da, ist hier was? Ich habe halt wirklich immer noch meine Tarnrüstung an. Erstaunlich. Also, nachdem ich das geladen habe, ihr wisst ja, letzten Part. So, was haben wir denn hier? Also Pripyat finde ich echt spannend. Du, da passiert wenigstens was, ne? So, da unten war der Schlosser. Und der sucht seinen Bruder. Athanasios, oder wie hieß der?
Aber hier gibt es leider nicht so viel zu holen irgendwo in Pripyat, ne? Rechts leer. Na? Sag mal, Sachen durch die Scheibe greifen kannst du aber nicht in so ein Ding reinlangen. Wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht. Die haben das wirklich geändert, nicht gefixt. Wahrscheinlich sogar verbuggt, wie gesagt, den Scanner. Das geht alles nicht mehr so gut. Die Sachen verschwinden zu schnell. Oh, 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 oh. Da ist hier eine AK. Und Gewehrmunition, fein. Weder lohnt sich, aufzupassen hier so ein bisschen. So, warte mal. Soll ich hier noch verbessern? Magazin haben wir schon, das lange. Abzugssystem haben wir auch schon, das bessere. Ja, genau das. Den Lauf haben wir, den Schalli. Griffstück haben wir. Stabilität, Rückschussreduzierung. Reichweite. Ah. Reduzierstück. Du Reduzierstück! Das hört sich an wie eine Beleidigung. Der Einbau von Reduzierstücken in den Schaft mindert den Rückstoß der Waffe. Es gibt auch Stabilität. Auch, aber, ja. Brauche ich gar nichts, aber. Komm, ich mach mal das hier. Zack. So, und ein Visier wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Habe ich denn eins drauf aktuell? Nee, ich habe keins. Also, wir haben das Standardvisier aktuell. Es gibt Stabilität, brauche aber Elektrikteile. Nö. Kannst du knicken. Nee. So, was haben wir hier? Scharfschützen-Zielfernrohr oder ein Wärmebildsucher. Aha, aha. Braucht aber auch wieder Elektrik. Nee, komm, lass mal. Lass mal. Ich finde die schon cool, wie sie ist, die AK. Und wie gesagt, über Visier, also über Kimmerkorn zielen, kann ich auch ganz gut. Ne? So, da ist noch das Event. Oh, ich mach das lieber nicht, wenn ich da runterspringe. Verliere ich wieder 7 Lebensenergiebalken oder was auch immer das ist. Die Klötze. War da Quatsch. Machen wir nicht. Oh. Warum wird die eigentlich Gold, wenn er sie moddet? Ich finde, Gold ist total Quatsch eigentlich. Das ist richtig auffällig. Da würde ich es doch lieber matt machen, die Waffe. Dass man sie nicht mehr so das Licht reflektieren sieht, zum Beispiel. Also nur so ein Vorschlag, ne? Ich meine. Oh, was ist das denn? Ein Generator? Das. Leuchtet. Das ist das Event oder was ist das? Macht mich ein bisschen stutzig, dass der einfach von selbst aufgeht. Der Aufzug. Erstmal hier die Teile. Oh, es hat doch schon gut was gebracht hier, Pripyat, ne? Kannst du nicht meckern. Ja, wieder Tschernobyl piepsen. Hört ihr? Nee, danke, ich gehe zu Fuß. Ich fahre nicht mit dem Aufzug. In Pripyat war doch das in einem Teil, wo man da in dieses Labor runter ist. In dieses X7 oder was auch immer das war. Oh wow. Hätte ich den Aufzug genommen, hätte ich mir das jetzt alles gespart, übrigens wahrscheinlich. Yep. Hätte ich. Und ist sogar schon oben. Wie praktisch. Tanja, spielst du mir wieder das auf deiner Geige vor? Wie schön das aussieht. Also, die Natur eben wieder alles. Oha. Zurückerobert. Was ist mit dir denn? Do you have open graves to find girls to fall in love with, Igor? Do you have to open graves to find girls to fall in love with, Igor? Was? Heed the call from the void. Heed the call from the void. Okay. Ich lass dich mal. Was auch immer du da tust, weitermachen. Repeat the words. Coming from my dead lips.
Repeat the words coming from my dead lips. Ey, ich wette, sie ist wirklich diese Patientin Null. Und sie versucht mit den Leuten, die über das Chernobylite-Netzwerk verbunden sind, mit uns Kontakt aufzunehmen, oder? En Marana Domus Nava Cronatus. En Marana Dominus Nava Cronatus. Crudux Cruo. Crudux Cruo. Also eigentlich müsste Igor das verstehen als Wissenschaftler, oder? Ich weiß nicht. Je nachdem, was für ein Feld. Wird er bestimmt Latein Stop auch, ha? Grasping what cannot be grasped. Stop grasping what cannot be grasped. Warum redet sie so komisch? Forget about her. Forget about her. Dig deeper and pain is all you're going to find. Dig deeper and pain is all you're going to find. That which is not dead. That which can eternally lie. And with strange eons, even love may die. That which is not dead. That which can eternally lie. And with strange eons, even love may die. Alter, das ist echt unheimlich. Ich wette, sie liegt irgendwo in so einer Kammer, im Sarkophag, so wie es ja ein Stalker ist. Diese ganzen Leute, die Zone leiten. Do you have open graves to find girls to fall das hatten in wir love schon, danke. Igor? Do you have to open graves to find girls to fall in love with, Igor? Heed the call from the void. Heed the call from the void. Ich spring dann mal, ja? Okay, irgendwas stimmt hier nicht, so richtig. Oh. Alter, der hat sich echt das Hirn weggeballert. Da liegt der Colt, oder? Ne, man sieht's nicht. Okay. Ich weiß nicht, was das gerade war, aber es war unheimlich. War extrem unheimlich. Der war schon nicht mehr so ganz bei sich, der Kerl. Oh, das ging sogar richtig schnell hier. So, ein Ereignis noch, dann sind wir hier fertig, glaube ich. Guck mal, das sieht aus wie Pläne. Warum sammelst du das nicht auf, Mensch? Auch wenn ich jetzt nicht alles gefunden habe. Ich schätze mal, da unten liegt noch irgendwas hier, da in dem ganzen Zeltbereich. Ach, wir werden es sehen. Es gibt ja noch ein bisschen was. Hier noch Schrott oder so? Lecker, lecker. Oh. Wenigstens ist das Unwetter weg. Ich bräuchte halt wirklich jetzt dringend mal so langsam Verstärkung von mehreren Leuten, weil... Allein schon das mit dem Scanner will ich jetzt haben. What a stench. Why do the eggheads need dead animals anyway? Probably for some kind of test. I don't know. Fucking hell. Stop complaining. It beats transporting human cadavers, doesn't it? Cadavers? What cadavers? You don't know. Know what? Well, nothing. Forget I said anything. Seriously, forget it. Warum haben die eigentlich Söldner für ein militärisches... Also ich weiß ja nicht. Ist das normal, dass Söldner fürs Militär arbeiten? Wahrscheinlich halt für den, der zahlt, aber ich meine... Warte mal ganz kurz, wo der hingeht. Bleibst du da stehen? Da, weg mit dir. So, das war gut. Oh, noch ein neues Level. Bringt mir alles nichts ohne die ganzen Skills, die ich nicht habe. Die ich nicht lernen kann. Weil ich noch keine Leute habe, die es mir beibringen. Diese ganzen tollen Punkte hier. Oh, jetzt muss ich eigentlich nur noch durchmarschieren, dann bin ich da. Hab die Medikamentenlieferung. Aber war sehr interessant, Pripyat, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen, das Gebiet. Oh oh. Strahlung.
Das Metro wäre jetzt wieder so ein Flashback gekommen von irgendwelchen Kindern und Kinderlachen und von irgendwelchen Mutanten, die mich anspringen. Finde ich ein bisschen, wie gesagt, schade, dass es hier so, ja, ich sage jetzt nicht realistisch, aber dass es sich eben nicht um Mutanten auch dreht oder Anomalien, die man hier kämpfen muss oder denen man entgehen muss. Aber es sieht halt schon, guck mal, alleine schon das hier, das sieht so geil aus. Ich finde, so optisch haben sie echt was Tolles hier gemacht. Wirklich. Hammer. Guck, der Scanner ist doof. Scanner, du bist kacke. Warst mal besser? Ja, ich muss wirklich jemanden finden, der mir das beibringen kann. Wie gesagt, nur weil die da oben sind, die Soldaten, heißt das nicht, dass hier unten keine mehr sind. Ja, ist hier was? Da ist noch was. Ich muss jetzt nicht alles genau ab... Hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hallo? Kannst dich aufheben. Cool. Chemikalien. Tschüss. Ah. Propangas. Oh nein, meine Tasche ist voll. Wie das denn? Oh cool. Hallo? Verwenden? Kann ich das nicht verwenden? Ja, meine Gesundheit, meine maximale, die ist halt gesunken jetzt, ne? Hat die Strahlensalbe. Beruhigungssalze. Ach komm. So. Ich weiß echt leider nicht, wie ich das mit der Gesundheit auf die Kette kriege. Ne? Es ist einfach eine Menge Gesundheit. Ja, er benutzt es nicht. Er benutzt es nicht. Auch Psyche. Wie gesagt, hier diese drei Kästchen. Wie kann ich die denn... Und was liegt das denn? Liegt das an der Rüstung? Nee. Bewegungsgeräusche. Ich weiß echt nicht, woran es liegt. Also ich wurde ja mal verletzt und deswegen... geht das wohl nicht mehr voll. Also wenn ich irgendwas verpasst habe, schreibt es mir gerne in die Comments. Ich bin anscheinend zu blöd, um zu raffen, was hier los ist mit der Lebensenergie. Diese roten Balken, die muss man ja irgendwie wegkriegen, oder? Komm. Ah. Ja, solange ich kann, nehme ich alles mit. Der Rauch? Ach da, wo? Ein bisschen blöd. Ein bisschen blind und blöd, manchmal. Ah, es fuchst mich, weil hier stehen bestimmt irgendwo Sachen rum. Ich kann sie nicht sehen. Weil der Scanner, ja. Nicht mal Quatsch macht. So. Ich glaube, das war's jetzt aber, oder? Dann hier haben sie noch was versteckt. Ah, ist noch Treibstoff, seht ihr? Oh nein, der Alkohol! Ich glaube, ich nehme den Alkohol sogar mit, weil das sind Chemikalien, wie ihr wisst. Alkohol gleich Chemikalien. Na, die ist schon vollgeladen, leider. Was lege ich denn ab? Ich will nichts ablegen. Stapelt sich natürlich wieder auch nur so, ne? So. Ich bin raus. Ich sag ja, das geht mit dem Inventar echt fix, dass man hier nichts mehr tragen kann. Aber ich bin noch ein bisschen verwirrt.
Warte mal, ich muss mir noch bei Wladimir Iljitsch schreiben, schwarzer Stogger. Fragezeichen. So. Mhm. So. Olivier, ich hoffe übrigens, du warst erfolgreich. Nehme ich doch an. Ja, sehr gut. Soll ich mir einfach mal doppelte Ration geben? Da verbessert sich ja nur meine Psyche. Wie viel Nahrung ich mittlerweile habe, ist es so krass. So. Soll ich? Wie gesagt, ich glaube, es macht keinen Unterschied. Hm. Ey, komm, es ist nur die Psyche. Pfeif drauf. Es ist nur die Psyche. Alter, komm mal, um den Reaktor wird es immer schlimmer hier mit dem Tschernobylit. Immer schlimmer. So, Olivier, erzähl mir mal was Schlaues gleich, bitte. Wahrscheinlich sagt er wieder nur, hey, muss das und das machen. So, warte mal, den Revolver, den zerlege ich, den lege ich ab. Die Super-AK, die behalte ich natürlich. Eine lege ich noch ab, die andere zerstöre ich. Die Schrotflinte lege ich ab, die brauche ich jetzt nicht. So, pass mal auf, wir haben Revolver-Munition, die werden wir nicht mehr brauchen. Chemikalien legen wir ab. Hä? Hallo? So. Wir lagern noch ein bisschen mehr Nahrung. Nahrung ist ja auch Quatsch, die brauchen wir wenn dann mal im Feld, wenn wir irgendwas verticken wollen. So, Schrotpatronen hebe ich auf. Revolver werde ich zerlegen, Schrotpatrone weg. Oh Mann, ich habe halt echt keinen Platz mehr, guck mal. Langsam wird's echt übel hier. Von der Platzverteilung. Leg mal ein paar, mach mal ein paar Medikamentenkistchen hier kaputt. Ein paar Medipacks, es gibt Kräuter, ja gut. Doch. Ja, bei Heilung schwerer Wunden steht da. Und Heilung schwerer Wunden sind für mich die Dinger, die man eigentlich nicht so einfach heilen kann, oder? Naja, was weiß ich. So. Also wie gesagt, ich find's leider ein bisschen trivial. Ich meine, ich spiele es jetzt auch nicht auf dem super, super, super schweren Schwierigkeitsgrad, wie ihr wisst. Aber es trivialisiert es doch ein wenig, dass die... dass man eigentlich alles mit allem heilen kann. Also irgendwie Nahrung, dann hier... Wodka, dann hast du auch noch die Verbandspäckchen. Deswegen, ich brauche eigentlich nur Nahrung und fertig, ne? Ist schon gut so, wie es ist. So, warte mal. Jetzt bauen wir endlich mal was, was wir wirklich brauchen. Nicht den Rollbieger, sondern... ja, Anti-Tschernobylit-Brenner. Den Synthetisierer. Eieiei, das kostet wieder ganz schön Komfort und alles. Warte mal. Platzieren wir jetzt einfach mal hier. Ich werde zum Beispiel jetzt mal sowas wie den Strom... den stelle ich jetzt einfach mal da unten hin, weil dann werde ich die ganzen Fertigungsgeräte da oben aufbauen. Ist ja auch totaler Quatsch, ne? Dass ich da hier sowas zum Beispiel... nicht verschrotten drücken, bloß nicht. Da die Strahlenkammer zum Beispiel. Machen wir jetzt auch mal hier hin. So. Wie gesagt, dass ich die Fertigungsapparate hier oben hinstelle und den Rest darunter. Das ist ein Luftwäschegerät. Aufheben. Nichts verschrotten. Und dann sind hier, noch die Betten. Perfekt. Ne, habe ich gut gemacht. Arbeitstisch, negative Teilchenbeschleuniger. Kann ich überall herstellen. Einfache Bauelemente zu bauen. Ne, komm, dann hebe ich den mal auf. Es ist kein Fertigungsgegenstand oder keine Fertigungsbank. Es schaltet die Voraussetzung frei. Es sind so viele Tasten, weißt du, zum Aufnehmen R, zum Ablegen F, zum Verschrotten T. Das liegt alles so nah beieinander. Was macht das? Schaltet die Fähigkeit frei. Ja, komm, dann mit. Mit. Drehen, drehen. Oh. Sorry, aber ich nutze jetzt mal die Zeit, ne? Ein paar Minütchen haben wir noch. Ne? Ja, dann mache ich mal die Zeit hier,
So, was ist das? Turnability schaltet die Funktion frei. Okay, dann nehmen wir das auch noch mit. Obwohl es eigentlich ganz nett aussieht. Rein einrichtungstechnisch wäre es dann doch schon gar nicht mal so schlecht, das hier oben stehen zu lassen, aber... Wie gesagt, das ist alles Platz wegnehmend. Ja, sieht schon ganz schick aus für dich mit dem Monitor und so weiter. Macht schon ein bisschen was her. So, hier ist nochmal Energie. Stellen wir hier hin. Halt sinnvoll. Alles schön richtig hin aufreihen. Das ist aber auch mal ein Brocken hier, ne? Das Ding. Warte mal. Luftreiniger. Macht auch Sinn, einfach mal dazwischen stellen. So, das ist Blechwerkzeuge. Einfache Rüstung, okay. Huh? Nein. Aufheben. Stellen wir mal hier hin. Die ganzen Hightech-Kram, weil es auch Sinn macht, ne? Wisst Bescheid. So, und das Ding hier. Na, ist immer auf. Alter, das ist doch geil. Guck mal. Bam! Alter, es passt zwar nicht ganz rein, aber muss mal aufpassen, wenn man die Treppe runterkommt. Geil. So, Werkzeuge. Was haben wir noch? Strahlungskammer. Ah, oh, es ist so kacke. Nein, ich mach das nicht. Ich finde das doof. Sorry. Rotflinte brauchen wir auch nichts. Railgun. Rail. Railgun. Gun. So, du kommst da hin. Industrieofen, taktische Rüstung, Schwerrüstung. Ja, komm, braucht kein Mensch. Noch nicht. Noch nicht. Basisverbesserung haben wir eigentlich schon alles, ne? Das haben wir. Leute, wir haben alles gebaut. Bin ich krass oder bin ich krass? Mal ehrlich. Strahlungssicherheit ist alles im grünen Bereich. Ich werde nichts drüber bauen, glaube ich, erstmal. So, warte mal. Erstmal Igors Tasche. Behälter. Der braucht Elektrikteile. So, bitte. So, pass mal auf. Jetzt werden wir erstmal die Waffen hier rüber. Das ist mein Waffenschrank jetzt, offiziell. So, da kommt dann auch die Munition mit rein. Die ich entbehren kann. So, und hier kommen dann die ganzen Teile rein. Ach schön, jetzt habe ich da wieder Ordnung, Kinder. Guck mal, ist totaler Quatsch. Es nimmt mir sogar Psyche, Alter. Und hier, die Strahlung. Guck mal, gibt nur 3, aber nimmt nicht mal Psyche. Deswegen werde ich das jetzt einfach eiskalt zerlegen, ne? So. Alles gut, den Alkohol mache ich auch kaputt. Gibt halt auch viel Psyche, aber ich meine... das ist totaler Quatsch. So, kann ich Medikit, dann kann ich die Antistrahlungsmedizin, Alkohol und... das kann ich leider nicht. Hier machen wir einen Dietrich. Ja, komm. Wie viel habe ich denn eigentlich noch? Ja, gut, dann mache ich noch 2. Es macht so einen Spaß. Es ist so gut einfach. Wie Sims in Endzeit. Schön. Habe ich denn? Wollte ich den nicht zerschrotten? Warte mal. Mein Waffenschrank. Wo wollte ich da zerschrotten? Was soll denn das? Gerade hinstellen hier. Was soll denn das? Da. Stell dir mal vor, ich zerschrotte das und die ganzen Sachen sind drin. Da würde ich mich richtig hart ärgern. Und es gibt noch Mechanik und ein bisschen Chemikalien. So, Strahlungssicherheit, Energieüberschuss, Luftqualität. Ist alles relativ knapp dran, aber ich habe ja schon mal gesagt, das soll mich jetzt nicht stören. Dann bauen wir gleich noch ein Doppelbett. Gibt auch ein bisschen Komfort. Und wir brauchen jetzt gerade nicht sehr viel, ne? Ne, warte mal, Pilze brauche ich eigentlich... Ich wollte ja mal langsam, warte, Igors Tasche, so. Ja, ich wollte mal langsam wieder eine neue Pilzfarm hochziehen. Weil Pilze brauche ich jetzt gerade auch wieder sehr viel, ne? Pilze und Kräuter, komischerweise. Es wird immer anspruchsvoller hier alles. Kräuter gar nicht so viel. Oh, ich habe 71 Kräuter, na dann. Rüstungsbank, Industrieofen. Ja, komm, mach ich das auch.
alle zufrieden sind. So. Haben wir bald alles gebaut, Leute. Produziert Revolver. Machen wir mal die Munition mal noch dazu, komm. Aber so, dass es einigermaßen passt, oder? Ach komm, ist auch egal. Werde ich ja später. Ich will jetzt nicht den ganzen restlichen Part hier. So, alle Arten Verbesserungen der Schrotflinte. Soll ich das auch gleich bauen? Ja, komm. Hauptsache, wir haben alles gebaut. Nimmt zwar, oh Gott, 264 Komfort minus. Ist aber schlecht. Der macht 200, 200, 500. 800! Komm mal den einfach. So. Natürlich leidet die Luftqualität etwas darunter. Oh, und ich krieg schon wieder ein neues Level. Das ist doch schön. ...328 Komfort. Ihr macht mich fertig, ne? Wollt ihr denn schönes hier? 40. Tisch. 60. Oha. Warum habe ich denn die Pilze schon geerntet? Ja, ich habe alles schon geerntet. Verdammt. Verdammt. Komm, ich muss die Blümchen mal ein bisschen umsortieren. Ich mache einfach eine verdammte Couch hin. Wie sieht's aus? Haben wir denn sowas? Nee. Da blieb Thron. Wie gut. Der Pilze, der ganze Quatsch hier. Oder soll ich jetzt einfach irgendwo ganz viele Stühle hinstellen? Das wäre auch ein bisschen doof, oder? 200 wieder. 100, 350. Tambelit-Erinnerungskatalysator. Ja komm. Ich halt einfach noch ein paar Fernseher hin. Frage ist nur wo. Nee, warte, die brauchen Elektrikteile, das ist schlecht. Guck mal, der braucht nur halb so viele Elektrikteile. Ja komm, dann mach ich den. 160 und der braucht auch weniger. Ah ja gut, der braucht weniger Strom. Das ist doch cool. Wenn man die jetzt noch anmachen könnte, finde ich total gut. So. So. So, Leute, jetzt aber. Jetzt würde ich sagen, beenden wir den Part. Nee, ich leg mich erst schlafen. Willst du noch was sagen? Have a minute. Ja, gut, dann. For you, partner? Of course. I can't stop thinking about what happened to Anton. I know. I'm really sorry, Olivier. He was one of the good guys, you know. And my friend. I can't help but wonder... If we could have done something differently to save him? You know what I'm talking about, right? Only too well, Olivier. Only too well. Hmm. Do you think you could find some time to teach me some of your military tricks? But I'll be... Ja, komm, ist egal. Maybe some other time. You're the boss, you... Wir brauchen ja nichts mehr. Sie Ausrüstung? Sure, but... Er hat noch die Tarnrüstung, er hat noch das... Wahrnehmung plus 1, Intelligenz plus 2. Kampf minus und Wahrnehmung minus. Ah. Na gut, wir sehen mal, wir sehen mal. Leute, ich mache ja Pause. Ich danke euch fürs Zusehen, danke fürs Liken, fürs Kommentieren und so weiter. Wir sehen uns wieder zu Chernobylit. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und tschüss.